Provokatoren, aber dieses Mal etwas anders. Nämlich, es sind zwei Provokatrix. Ich bitte nun Medusa! Ja! Medusa! 10 Jahre Erfahrung. Und meine Tiro, das ist dein Schüler, das ist die Lynx! Lynx! Wie ich gerade schon sagte, ein Tiro ist ein Schüler. Von daher hat sie noch eine Holzwaffe. Einmal bitte hochhalten. Ansonsten dieselbe Ausrüstung. Aber sie muss noch lernen, von daher, von der Besten. Und ich habe der mit Absicht gesagt, denn es sind beides Frauen. Wer von euch glaubt nun, dass es Frauen in der Arena damals gab, im alten Rom? Einmal bitte mit Ja, jetzt. Ja! Und wer glaubt Nein? Ich höre kein Nein. Nein, wir haben keine Meinung. Okay. Im Endeffekt, die Ja gesagt haben, haben recht, es gab Frauen in der Arena. Das ist aus einem Relief aus Halikarnassos zu bestaunen, das jetzt im British Museum in London hängt. Die gab es also wirklich. Aber lassen wir das ganze Gerede. Wer mehr wissen will, nach der Vorführung gerne ganz hinten bei den Legionärszelten sind wir Gladiatoren zu finden. Dort könnt ihr uns löchern bis zum Umfallen. Also mit Fragen aber nur. Nun geht es weiter. Die beiden Provokatrix, seid ihr bereit? Was war das? Sie. Ich wünsche euch nun viel Spaß. Ein Frauenkampf, reiner Frauenkampf. Ich bitte etwas Respekt zu nehmen für den Mantiro. Feuert sie an. Medusa links mit den weißen Federn und Lynx rechts mit dem grünen Schild. Feuert sie an. Und bitte, Rudes. Medusa! 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 Links! Wetten, klatschen, Herrschaften. Die wollen was hören, die Gladiatoren. Nur so werden die energischer für euch. Medusa! Links! Oder rechts? Bukate! Medusa, zeig dir! Ah, ein schöner Treffer. Noch eine Tiro, das ist noch nicht so weit. Die Waffe von Medusa ist stumpf. Dann soll es nur weitergehen und mein Tiro muss ja schließlich lernen. Seid ihr! Los Medusa, hör auf zu spielen! Lass mich fertig! Jetzt reicht mir! Kein Spiel mehr! Da, da! Super! Ja, unser Tiro muss noch lernen. Aber nur so kann man lernen, indem man kämpft. Lynx hat aufgegeben, sie hat zwei Finger gehoben, das Zeichen der Aufgabe. Aber da sie noch Schüler ist, werde ich ihr kein Vitam aut Mortem machen. Von daher reicht das. Bitte nun noch einmal alle meine Gladiatoren nach vorne. Gerne auch zu den, als den Paarungen zusammenstellen. Haben wir als die erste Paarung. Haben wir hier einmal Pullus und Pomillo. Zweite Paarung haben wir hier Taurus und Architeutes. Ein Applaus! Und die dritte Paarung, die Damen der Arena. Medusa und Lynx.